Berlin-Neukölln ist ein Bezirk, der gerne mit Stichwörtern wie Rütli-Schule, Problemkiez oder Jugendkriminalität in Verbindung gebracht wird. Mit diesen weit verbreiteten Klischees räumt der Dokumentarfilm Neukölln Unlimited auf, der am Samstag auf der Berlinale seine Premiere feiert. Jetzt erzählen Sie mir mal, was der Grund ist, dass Sie hier zur Beratung kommen. Also wir haben gehört, dass man irgendwie es schaffen kann, wenn man sich selbst finanziert, hier bleiben zu. Also man kann es schaffen, hier zu bleiben. Der Film erzählt die Geschichte der Geschwister Lial, Hassan und Maradona, die mit ihrer Mutter in Neukölln leben. Hier sind sie aufgewachsen, hier haben sie ihre Freunde gefunden und hier gehen sie ihrer großen Leidenschaft nach, dem Tanzen. Als wir klein waren, da waren wir bei so einem Jugendclub. Und irgendwann kam dann unser späterer Trainer sozusagen, hat es dort angeboten, tanzen und so. Und Hassan hat es dann zum ersten Mal gesehen. Als er nach Hause kam, Maradona, so Breakdance, Breakdance. Ich sage, hä? Und da haben wir schon angefangen, ein bisschen zu Hause, so Rückwärtsrolle auf der Matratze. Ich habe Freunde überall in ganz Berlin durch das Tanzen bekommen und habe dann sozusagen mir was aufgebaut in Berlin. Und du hast es nicht wegen Mädchen gemacht? Nein, das mache ich. Also ich tanze nur in der Disco wegen Mädchen. Boah, ich kann nicht rechnen, ja, mein Kopf ist so, ich bin verwirrt. Deutschland ist für sie ihre Heimat. Doch die Familie ist lediglich geduldet und permanent davon bedroht, in den Libanon abgeschoben zu werden. Hier ist ein Brief von der Härtefallkommission. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Die Geschwister wissen, wie schnell es manchmal gehen kann. 2004 wurde die Familie schon einmal abgeschoben. Dieses traumatische Schlüsselerlebnis zeigt der Film in animierten Rückblenden. Ein Stilmittel, das man bereits aus Filmen wie Waltz with Bashir und Persepolis kennt. Das war für uns wichtig, dass es nicht ein klassischer Dokumentarfilm wird mit Talking Head-Situationen, wo man jetzt jemand vor der Kamera sitzt, sondern dass man das in einem Mittel macht, das vielleicht im Dokumentarfilm noch nicht so präsent ist. Über ein halbes Jahr haben die beiden Regisseure die Geschwister in ihrem Alltag begleitet. Herausgekommen ist ein authentischer, lebensbejahender Film, der auch anderen Einwandererfamilien Mut machen soll. Wir hoffen halt natürlich jetzt nicht nur für uns, sondern dass halt viele Leute in den Film gehen, dass irgendwie viele Leute auf diese Problematik aufmerksam werden. Die Tatsache, dass halt drei Jugendliche sind, die wirklich Spaß am Leben haben, spiegelt sich dann auch im Film. Also es ist wirklich dann im Film, dass ich denke, ich hoffe, die Leute denken das auch, dass es wirklich Spaß macht zu schauen und dass auch positiv ist in vielerlei Hinsicht. Neukölln Unlimited läuft auf der Berlinale in der Sektion Generation, die Filme speziell für Kinder und Jugendliche zeigt. Bundesweiter Kinostart ist der 8. April.